In diesem zweiten Teil dieser Videoserie geht es um die Erneuerung der Tastenbelege mit hochwertigen Yamaha Ivorid-Belegen. Die alten, schlecht angepassten Plastikbelege werden mit dem Tornado-Fräser sauber abgefräst, dann die Tastengarnierung erneuert und neue Belege aufgeklebt. Mit einem Radius-Bündig-Fräser mit Anlaufkugellager werden die Überstände mithilfe meiner selbst entwickelten Fräsvorrichtung abgefräst. Dann wird der Fräsmotor im Wabeco Bo- und Fräszentrum horizontal eingespannt und mithilfe meiner zweiten Fräsvorrichtung die Überstände der Halbtonausschnitte bündig gefräst. Die Tasten werden gekantelt, gerichtet und dann mehrstufig fein angeschliffen und auf Hochglanz poliert. Die originale Elfenbeinklaviatur wurde vor vielen Jahren einmal durch Plastikbelege ersetzt. Das ist immer sehr schade und man sollte immer versuchen, die originalen Belege zu erhalten. Das bedeutet aber oft einen deutlich erhöhten Aufwand. Defekte Elfenbeinbelege müssen durch sehr teure Belege aus legalen Altbeständen aus afrikanischem Elfenbein ersetzt werden oder man verwendet Elfenbeinplättchen von alten ausgeschlachteten Instrumenten. Manchmal ist es möglich, die alten Tastenbelege einfach mit einem dünnen Spachtel zu entfernen, ohne das Tastenholz zu beschädigen. Weil das in diesem Fall leider nicht bei allen Belegen problemlos möglich ist, verwende ich meine neue Vorrichtung, um die Belege sauber abzufräsen. Diese Spannvorrichtung ermöglicht das sehr schnelle Einspannen von Klavier- und Flügeltasten mit Hilfe eines Exzenterhebels. Durch die beiden großen Bohrungen im Andruckklötzchen kann dieses um mehrere Millimeter nach links und rechts bewegt werden. Das ist notwendig, da die Breite der Tasten nicht bei jedem Instrument und sogar auch innerhalb einer Klaviatur immer gleich ist. Ein an der Stirnseite montiertes kleines Klötzchen dient als Anschlag beim Aufkleben der neuen Tastenbelege. So ist sichergestellt, dass alle Belege mit einem gleichen Überstand von 2 mm aufgeklebt werden. Nach dem Aufleimen wird das Klötzchen entfernt und durch eine Führungshilfe ersetzt. In einem weiteren Arbeitsschritt werden die Überstände der Seiten und der Fronten mit einem Radius-Bündigfräser mit Anlaufkugellager bündig gefräst. Die zu beiden Seiten schwenkbare Führungshilfe an der Front dient als Anschlag für das Anlaufkugellager und passt sich beim Abfahren mit dem Fräser den Konturen der Tasten an. Dieses hat etwas Übermaß, sodass Tasten auch unterschiedlicher Breite bearbeitet werden können. Das Kugellager drückt beim Abfahren die Führungshilfe genau bündig an die Kante der Taste. Zudem kann die Führungshilfe auch in der Höhe justiert werden, da sich Klavier- und Flügeltasten auch in der Höhe oft stark unterscheiden. Hier hatte ich noch eine normale Holzschraube an der Stirn verwendet. Später habe ich diese mit einer Gewindehülse mit Bolzen und Flügelmutter ersetzt. Es gibt auch schon Pläne für eine erweiterte Vorrichtung, um gleich mehrere Tasten auf einmal einzuspannen und diese dann zu bearbeiten. Aus Platzgründen kommen dann keine Exzenterhebel mehr zum Fixieren in Frage. Mit schmalen Keilen sollte das aber auch zuverlässig funktionieren. So könnte man dann eine ganze Oktave auf einmal einspannen. Ich nutze hier wieder meinen Fräsmotor am Wabeco Bohrständer. Zum Abfräsen der alten Tastenbelege verwende ich einen Tornado Planfräser mit Wendeplatten aus Hartmetall. Die Drehzahl am Fräsmotor muss bei diesem großen Durchmesser natürlich angepasst werden. Der Tastenbelag wird nun in mehreren Durchgängen sauber abgefräst. Dazu senkt man den Fräsmotor immer weiter bis zu einem fest eingestellten Anschlag ab. Damit ist sichergestellt, dass alle Tastenhölzer am Ende die gleiche Höhe aufweisen. Nach und nach werden alle alten Tastenbelege abgefräst. Nach dem Abfräsen sämtlicher Tastenbelege werden Holzabplatzungen und Absplitterungen sichtbar. Die Tastenbelege wurden ja schon einmal erneuert. Beim Abnehmen der originalen Elfenbeinbelege kam es wohl zu diesen Beschädigungen. Diese Fehlstellen werden nun mit einem speziellen Industriefüllstoff mit Hilfe einer professionellen Schmelzpistole mit Thermostat behoben. Dazu wird die Schmelze in die Fehlstelle eingebracht und dann sofort mit einem Alublock angedrückt und geglättet. Die Taste wird wieder eingespannt und dann die Oberseite plangefräst. Die Kanten werden dann noch mit einem Spezialhobel und Schleifpapier geputzt. Dieser extrem robuste, professionelle Füllstoff lässt sich problemlos fräsen, schleifen, bohren oder anderweitig bearbeiten und ist für diese Anwendung hervorragend geeignet.
Weiter geht es mit der Erneuerung der Tastengarnierungen. Ich hatte in einem meiner vorherigen Videos eine Vorrichtung zum Ausfräsen der Tastengarnierungen gezeigt. Diese verwende ich nach wie vor sehr gerne. Bei sehr langen Tasten allerdings verwende ich nun eine andere Vorrichtung zum Ausfräsen der Garnierungen am Waagebalken. Diese Vorrichtung wird in Kombination mit dem Kreuztisch verwendet. Die Tasten werden auf einen kleinen Stift aufgesteckt und die Länge der Fräsung mit einer Anschlagschraube begrenzt. Mit einem verschiebbaren Klotz wird die Taste gerade ausgerichtet und festgehalten. Der in den Fräsmotor eingespannte Nutfräser wird mit dem Kreuztisch genau mittig auf die Öffnung ausgerichtet. Die Oberseite der Vorrichtung ist mit Schleifpapier beklebt, damit die Taste nicht verrutscht. Und hier einige Bilder vom Ausgarnieren der Tasten. Die genauen Arbeitsschritte beim Erneuern verschlissener Tastengarnierungen hatte ich in einem vorherigen Video genau gezeigt. Im Folgenden wird die Tastenspannvorrichtung umgebaut. Ein kleines Klötzchen wird an der Stirnseite montiert und dient als Anschlag beim Aufkleben der neuen Tastenbelege. Damit haben dann alle Belege vorne exakt den gleichen Überstand von genau 2 mm. Der Kleber wird aufgetragen und dann verstrichen. Der neue Tastenbelag wird so aufgesetzt, dass er vorne am Anschlagklotz bündig anliegt und dann gut angepresst. Die Tasten lassen sich blitzschnell ein- und ausspannen und die Belege werden immer mit dem korrekten Überstand aufgeklebt. Das erleichtert mir diese Arbeit sehr, denn früher hatte ich nach jedem Aufkleben eines neuen Tastenbelags immer mit einem Lineal kontrollieren müssen, dass die Tastenvorderkanten alle in einer Linie sind. Der hier verwendete Kleber ist eher pastös und hat eine sehr hohe Anfangshaftung. Es ist nicht erforderlich, den Tastenbelag mit einer Zulage für einige Stunden zu pressen, wie man das zum Beispiel von Holzleim kennt. Außerdem ist er ebenfalls wie die Tastenbelege weiß. Viele Kollegen und ich auch früher verwenden Kontaktkleber wie Pattex. Davon bin ich aber aus verschiedenen Gründen abgekommen. Ein Nachteil ist es, dass nach dem Aufsetzen und Anpressen der Tastenbelag nur noch ganz geringfügig justiert werden kann. Dies ist bei meinem jetzigen Klebstoff noch einige Zeit nach dem Aufkleben möglich. Die Festigkeit und Dauerhaftigkeit der Verklebung ist zudem erheblich verbessert. Mithilfe des Gewindebolzens an der Stirn der Vorrichtung kann der Anschlagklotz zum Aufleimen oder die Führungshilfe zum Bündigfräsen in der benötigten Höhe fixiert werden. In einem nächsten Arbeitsschritt zum Bündigfräsen der seitlichen Überstände wird nun der Anschlagklotz entfernt und nur die Führungshilfe an der Stirn montiert. Dazu wird die Flügelschraube vorne gelöst, der Klotz abgenommen und die Führungshilfe in der benötigten Höhe fixiert. Die Führungshilfe besteht aus dem Vorderteil von einem Tastenbelag. Dieser hat die benötigten Radien an den Seiten. Diese Radien werden dann beim Abfahren mit dem Kugellager des Bündigfräsers auf den neuen Tastenbelag kopiert. Die Taste wird eingespannt und vorne an der Führungshilfe ausgerichtet. So können die Überstände der neuen Tastenbelege absolut akkurat und sehr schnell abgefräst werden. Es kommt ein Radius-Bündigfräser mit Anlaufkugellager zum Einsatz, welcher im Fräsmotor eingespannt ist. Bei Wahl der richtigen Drehzahl für die Kunststoffbearbeitung werden die rundgefrästen Kanten sehr glatt und sind polierfähig. Nach und nach werden die Überstände bündig gefräst. Mit einem vertikal eingespannten Fräser können allerdings nicht die Halbtonausschnitte bündig gefräst werden. Dazu muss der Fräsmotor horizontal eingespannt werden und mit einer weiteren Vorrichtung werden dann noch die Überstände der Halbtonausschnitte bündig gefräst. Diese Vorrichtung habe ich so entwickelt, dass nahezu alle gängigen Klavier- und Flügeltasten eingespannt und bearbeitet werden können. Die Konstruktion habe ich wieder mit Autodesk Fusion 360 entwickelt. Alle Teile sind millimetergenau modelliert. Mit einem Kniehebelspanner werden die Tasten fixiert. Den Anpressdruck kann man je nach Tastenhöhe einstellen. Dieser Wabeco-Ständer ist so flexibel einsetzbar, dass mir nach vielen Jahren der Benutzung immer wieder interessante Anwendungsmöglichkeiten einfallen. So können zum Beispiel auch Bohrungen oder Fräsungen präzise in sehr großen Werkstücken eingebracht werden, indem die Bohrmaschine bzw. der Fräsmotor horizontal eingespannt wird. Ich hatte schon sehr früh die standardmäßig im Lieferumfang enthaltene relativ kurze Bohrsäule gegen eine 1 Meter lange Bohrsäule ersetzt. Hier wird nun die Grundplatte einfach in den Kreuztisch eingedrückt, die Nut an der Unterseite ist passgenau auf die Nut am Kreuztisch ausgeführt und die Grundplatte hält sicher ohne Schrauben oder Zwingen.
Der Anschlagstift wird auf Rechtwinkligkeit geprüft und genau auf den Nutfräser ausgerichtet. Die Tasten werden später an diesem Stift vorbeigeführt. Der oberhalb positionierte Fräser entfernt dann die Überstände der neuen Tastenbelege. Justierbare Stoppklötze auf der linken und rechten Seite stellen sicher, dass der Fräser bei allen Tasten immer genau an der gleichen Stelle eintaucht. Die untere Sliderplatte wird auf die Grundplatte aufgesetzt und kann in einer T-Nut-Schiene absolut spielfrei nach links und rechts gleiten. Die obere Sliderplatte wird dann auf die untere aufgesetzt und ist nach vorne und hinten verschiebbar. Die Taste wird dann mit einem Kniehebelspanner auf der oberen Sliderplatte fixiert. Ein hochklappbares Anschlagplättchen aus Aluminium dient als Anschlag für die Tastenfront. Damit wird sichergestellt, dass die Fräsung genau in einem fest definierten Abstand zur Tastenfront begrenzt wird. Einmal richtig eingestellt, können dann die Überstände in den Halbtonausschnitten bei allen Tasten absolut gleichmäßig und sehr zügig ausgefräst werden. Diese Kanten müssen auch nicht rund gefräst werden, so wie zuvor mit dem Radius-Bündigfräser. Es reicht dann, später die scharfen Kanten mit Schleifpapier zu brechen. Sind alle Kanten auf der linken Seite bündig gefräst, wird das Anschlagplättchen auf der rechten Seite hochgeklappt und alle Kanten auf der rechten Seite bearbeitet. Der Stoppklotz rechts wird zur Seite geklappt und der linke Stoppklotz begrenzt nun die Fräsungen. In diese Stoppklötze habe ich an der Unterseite kleine starke Neodym-Magnete eingelassen. Damit ist ein Verrutschen dieser Klötze durch die Vibrationen beim Fräsen ausgeschlossen. Nach und nach werden alle Kanten nun auch auf der rechten Seite bündig gefräst. Mit dem Tornado-Fräser lassen sich auch defekte Fronten abfräsen, ohne den oberen Tastenbelag zu beschädigen. Dazu kommt wieder meine erste Tastenspannvorrichtung zum Einsatz. Mit dem Kreuztisch kann man Zehntel für Zehntel Millimeter abfräsen, damit nach dem Aufkleben der neuen Front diese bündig zu den anderen Tastenfronten ist. Die mit dem horizontal eingespannten Nutfräser gefrästen scharfen Kanten werden nun noch mit Schleifpapier gebrochen. Dazu gibt es einen speziell geformten Aufsatz für den Festool-Linearschleifer. Diesen Schleifer nutze ich auch gern, um die Tastenfronten vor dem Poliervorgang anzuschleifen. Dann natürlich mit der planen Schleifplatte. Bewährt hat sich Gitterschleifmittel, zum Beispiel Abranet, welches eine hohe Standzeit hat und lange scharf bleibt. Hier in der Körnung 600 bis 1000. Auch die Oberseiten der Klaviaturbelege werden in mehreren Stufen fein angeschliffen und für die Hochglanzpolitur vorbereitet. Jede zu schleifende Taste wird mit einem Klötzchen unterlegt und dann mit dem Exzenterschleifer geschliffen. Bevor dann die ganze Klaviatur mit der Rotex in feinster Körnung angeschliffen und dann mit der Poliermaschine poliert wird, müssen die Tasten gekantelt werden. Davon spricht man, wenn die Waagebalkenstifte leicht nach rechts oder links gebogen werden, sodass die Tastenoberseite waagerecht ist. Das kontrolliert man mit einem Richtscheit. Das ist absolut notwendig, wenn die ganze Klaviatur auf einmal geschliffen wird. Man vermeidet damit, dass leicht schiefstehende Tasten nur einseitig geschliffen werden. Die Tasten liegen vorne auf einer Holzleiste passender Stärke auf und werden durch eine gelochte Schiene und Gewichten am Waagebalken daran gehindert, nach oben zu steigen. Auf diese Weise lässt sich die ganze Klaviatur wesentlich zeitsparender schleifen und polieren, als wenn man jede Taste einzeln bearbeitet. Wenn die Tasten zuvor akkurat gerade gerichtet wurden, ist das Ergebnis aber absolut vergleichbar. Im letzten Polierschritt werden die Klaviaturbelege mit einer weichen Flanellscheibe und feinster Polierpaste auf spiegelnden Hochglanz poliert. Sämtliche Tasten sind nun neu garniert und mit neuen Ivorid-Belegen ausgestattet. Die feine Struktur, ähnlich wie bei Elfenbein, ist nicht auf den ersten Blick sichtbar. Wenn man aber genau hinsieht, lässt es sich gut erkennen. Auf jeden Fall sieht es optisch viel hochwertiger aus und fühlt sich auch so an. Bei Instrumenten, bei denen das Elfenbein nicht mehr oder nur mit sehr hohem Aufwand zu retten ist, stellt das eine sehr schöne Alternative dar, um die positiven Eigenschaften des Elfenbeins nachzuempfinden. Wenn das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like und ein Abo freuen.